Ein Sofa. Ein Chai-Tee-Latte in einer Tasse, auf der eigentlich Kaffee steht. Eine Trixie. Couchgeflüster. Hallo. Dieses hier ist kein normales Couchgeflüster, auch wenn es Couchgeflüster heißt. Ich muss euch also vorwarnen, ich bin gerade in einer ganz seltsamen Stimmung, in einer sehr melancholischen, nachdenklichen, träumerischen Stimmung. Wenn ihr darauf gerade keine Lust habt, dann ist es, glaube ich, nicht unbedingt das richtige Video für euch. Ich weiß nicht, ob es unbedingt lustig wird, aber ich wollte auf jeden Fall ein paar Gedanken mit euch teilen, die ich einfach gerade habe, weil das so einer dieser Tage ist. Eigentlich geht es mir total gut heute. Ich bin ein bisschen faul, ich liege in meinem Bett rum und gucke Videos und was dann halt immer so passiert ist, dass man einfach, ich weiß auch nicht, man verschwendet seine Zeit. Und darüber habe ich heute ziemlich viel nachgedacht, dass wie schnell es eigentlich geht, dass man einen kompletten Tag einfach nur im Bett liegt und sozusagen verschenkt. Ich habe wie gesagt YouTube-Videos geguckt und die waren auch teilweise richtig stupide und dumm und man findet sich immer selber, man hasst sich immer irgendwie selber, dass man die anguckt. Und trotzdem kann man nicht aufhören, auf irgendwelche niedlichen Hamster- und Katzen-Videos zu klicken und so weiter und so fort. Und irgendwann kommt man dann immer zu diesem seltsamen Bereich von YouTube, wo diese, ich weiß auch nicht, menschlichen Schicksale gezeigt werden. So der Mann, der noch nie glücklich war und keine Ahnung. Und ich habe dann eine Dokumentation geguckt über einen 35-jährigen Mann, der sterben musste und der ein ganz schlimmes Hautproblem hatte und jede Woche zum Bandagen wechseln musste und eben diese Krankheit schon seit seiner Kindheit hat und eigentlich nie ein normales Leben führen konnte. Und das hat mich irgendwie sehr getroffen. Ich hatte die Dokumentation schon mal gesehen, das war auch der Grund, weshalb ich die angeklickt habe. Ich habe die schon mal im echten Fernsehen gesehen und diesmal habe ich sie auf Englisch nochmal geguckt und es hat mich wieder so getroffen. Ich konnte mich daran erinnern, dass ich damals auch sehr getroffen war davon, von diesem Schicksal. Und der hat ganz viel über den Tod geredet, dass er sich nicht vorstellen kann, dass das Leben wirklich nur aus diesem einen Abschnitt besteht, denn für seine körperliche Hülle war es eigentlich gar nicht möglich, alles zu erfassen, was das Leben zu bieten hat. Er saß im Rollstuhl und konnte überhaupt nicht mehr rausgehen. Er konnte nicht einfach über die Wiese laufen und so weiter und so fort. Und wenn das wirklich alles ist, was wir im Leben machen können, dann hat er gesagt, das kann nicht alles sein. Es kommt auf jeden Fall irgendwas noch danach. Und das, was wir hier erleben, in unserer, ich glaube, er hat es Schale, in unserer körperlichen Schale genannt, das ist einfach nur eine Übung. Das ist dafür da, dass wir etwas lernen. Und ja, uns Herausforderungen stellen, Hindernisse überwinden und Gedanken finden, die uns trösten. Und ich weiß nicht, diese Worte haben mich so berührt, weil es so starke Worte waren. Er hat noch nie in seinem Leben, ist noch nie in seinem Leben selbst gelaufen, ist noch nie total glücklich gewesen, war nie verliebt, hat nie komplett sorgenfrei seinen Tag begonnen, war nie schmerzfrei. Und ich sitze hier in meinem Bett und denke mir, ich mache heute nichts anderes als Tiervideos auf YouTube gucken. Und finde teilweise mein Leben doof, weil, keine Ahnung, habe ich vergessen habe, meine Subway-Karte zu registrieren und jetzt meine Subway-Punkte nicht gegen ein Subway-Sandwich eintauschen kann. Als wären das Probleme, die Menschen haben sollten. Als wären das echte Probleme. Und ich habe einfach nur gedacht, wie schnell kann es gehen, dass aus jemandem wie mir jemand wird, der plötzlich versteht, was Leben eigentlich heißt. Ich meine, es ist sehr wahrscheinlich, dass wir in sowas wie Krebs sterben. Die wenigsten Leute schlafen einfach friedlich ein. Ich bin nicht ganz sicher über die Statistiken, aber es kann auf jeden Fall jedem passieren, dass etwas sehr, sehr Schlimmes in unserem Leben vorkommt. Dass wir sehr, sehr krank werden oder dass wir einen Unfall haben. Und dann habe ich mir diese Worte dieses Mannes ins Gedächtnis gerufen, so nach dem Motto, das kann nicht alles sein. Wir müssen dieses Leben einfach nutzen, um so viel zu lernen, wie wir können, bevor unsere körperliche Hülle der Zeit zum Opfer fällt oder aus irgendwelchen Gründen vergeht, kaputt geht. Und dann habe ich mir gedacht, aber wie? Wie kann ich denn was lernen in meinem Leben? Hilft es mir zum Beispiel was, mich jetzt hier hingesetzt zu haben und diese Gedanken mit euch zu teilen? Ich weiß nicht. Hat mich das jetzt zu einem besseren, schlaueren Menschen gemacht? Ist es gut, wenn ich tiefgründig und melancholisch bin? Hilft mir das irgendwie weiter darin, meine Seele zu trainieren? Das klingt ein bisschen seltsam jetzt, aber ich habe mich einfach gefragt, was kann ich tun, um zu lernen, um mein Leben nicht zu verschwenden, um nicht einfach nur vor meinem Computer zu hocken,
und nichts zu tun. Natürlich kann ich nicht als heilige Samariter alles gut machen. Ich kann nicht für den Weltfrieden sorgen von jetzt auf gleich. Aber es muss doch irgendwas geben, was ich zumindest machen kann, um meinen Tag nicht zu verschwenden. Jetzt sitze ich hier auf der Couch und spreche mit meiner Kamera. Ist das besser, als im Bett zu liegen? Was kann ich tun? Ich meine, vielleicht könnte ich meinen kleinen Vlog nach draußen verlegen, damit ich zumindest die Welt sehe und durchs Gras laufen kann, aber... Ich bin jetzt noch ein Stückchen weiter gelaufen und kann auf jeden Fall sagen, was war das für ein Vogelgeräusch? Dass es mir hier draußen viel, viel besser geht. Im Bett hatte ich das Gefühl, oh Gott, ich verschwende meine Zeit und dieser ganze Tag ist total für die Katz. Und hier draußen ist es einfach nur schön. Ich gucke mir Insekten an und habe einer Schnecke beim Kriechen zugeguckt. Und ich weiß auch nicht, ich glaube, um seinen Tag wertvoller zu machen, hilft es auf jeden Fall, sich mit der Welt im Einklang zu fühlen. Ein kleines bisschen jedenfalls, indem man einfach rausgeht und einen Baum anfasst und auf einen Baum klettert, wie ich hier gerade. Ich fühle mich, als hätte ich irgendwas aus meinem Tag gemacht, obwohl ich nur ein paar Meter von meinem Haus weggegangen bin. Und ich glaube, das ist was, was viele Menschen heutzutage vergessen, dass es einfach darauf ankommt, Dinge zu tun, die keiner Regel folgen, die nicht von dir verlangt werden. Ich kriege kein Geld hierfür, dass ich in den Wald gehe. Es ist einfach nur dafür da, meine Seele baumeln zu lassen und nachzudenken. Und ich glaube, dazu nehmen sich Menschen viel zu wenig Zeit, weil auch gar nicht mehr dieser Drang da ist, dass man sich dafür Zeit nimmt. Warum sollte ich? Ich habe zwar immer das Gefühl, ja, ich sollte meine Zeit nutzen, aber ich glaube, was bei Menschen ganz häufig passiert ist, dass wir unsere eigene Sterblichkeit vergessen. Wir vergessen einfach, dass die Schicksale, die wir sehen und für die wir Mitleid empfinden können, auch genauso gut uns oder unseren Lieben passieren können. Wir haben trotzdem keine Lust, unsere Freunde zu treffen, auch wenn wir wissen, dass es etwas sehr, sehr Wertvolles ist, dass wir sie jetzt gerade haben. Es ist einfach, dass wir, es ist gerade ein bisschen warm hier im Moment, es ist einfach, dass wir Angst haben, darüber nachzudenken, dass wir unsere Zeit verschwenden und dass unsere Zeit überhaupt begrenzt ist. Wenn man Zeit mit Geld kaufen könnte, ich glaube, jeder Mensch würde so viel Geld wie möglich ausgeben. Jedenfalls sehr, sehr viele von uns. Die ganzen reichen Leute würden über 1000 Jahre leben, anstatt einfach aus der Zeit, die sie haben, das zu machen, was sie können. Denn nicht jeder Mensch hat viel Zeit in seinem Leben. Und Zeit hat keinen quantitativen Wert, sondern einen qualitativen Wert. Ich kann aus Zeit so viel machen. Und dafür brauche ich nicht Millionen von Jahren, dafür brauche ich einen Tag, wenn ich das möchte. Und ich glaube, diese Kunst, das zu erkennen, ist manchen Menschen abhanden gegangen oder liegt verborgen in der eigenen Seele. Und wir müssen erstmal uns wieder durcharbeiten und uns vergegenwärtigen, dass wir sterblich sind und dass all das auch uns passieren kann, um da wieder ranzukommen. Es ist sehr, sehr einfach, das auszublenden aus seinem Leben, weil es was ist, was wir nicht hören wollen. Wir wollen nicht hören, dass unsere Mutter an Krebs sterben kann. Wir wollen nicht hören, dass wir, keine Ahnung, magersüchtig werden könnten oder was auch immer, dass ein Krieg ausbrechen könnte. Es kann so viel Schreckliches passieren. Nichts, was wir haben, ist uns wirklich gewiss. Und sich das vorzustellen, klingt so makaber, klingt so hoffnungslos. Denn nichts, was ich gerade liebe, meine besten Freunde, meine Eltern, meine Tiere, nichts von diesen Dingen, die ich schätze und für mein Glücklichsein brauche, sind von Dauer. All das wird irgendwann weg sein. Und sich das vorzustellen, tut weh. Warum sollten wir das tun? Es ist einfach verrückt. Das Leben konfrontiert uns ständig damit, dass irgendwas vergänglich ist und vor allen Dingen, dass wir selber vergänglich sind. Und wenn ich solche Videos schaue, wie von dem Mann mit der schlimmen Krankheit, dann fällt mir sowas immer wieder ein. Und in solchen Momenten dann auf einen Baum zu klettern und einfach nur draußen zu sein und den Vögeln beim Zwitschern zuzuhören, erfüllt einen irgendwie mit Frieden. Ich glaube, um zu wissen, was man tun sollte, wenn man dieses seltsame Gefühl hat, dass man irgendwie sein Leben verschwendet, dann ist es, sich zu fragen, was man am Schluss, am Ende seines Lebens nicht bereuen möchte, nicht getan zu haben. Denn zum Beispiel hatte ich neulich eine gute Hose an und ich hatte total Lust, in eine Pfütze zu springen. Und ich dachte aber, wenn ich jetzt meine Hose dreckig mache, dann muss ich die waschen und die war teuer, vielleicht gehen die Flecken nicht raus. Und dann habe ich mir gedacht, was werde ich am Ende meines Lebens mehr bereuen? Dass meine Hose dreckig geworden ist oder dass ich nicht in die Pfütze gesprungen bin. Ich
fummel gerade an diesem witzigen kleinen Ding an hier rum. Das sind diese Samen von dem Baum, auf dem ich gerade sitze. Ich weiß gar nicht, worüber dieses Video gerade eigentlich geht. Ich hatte einfach nur Lust, rauszugehen und diese seltsame Stimmung mit euch zu teilen, die ich manchmal habe. Denn ja, die habe ich heute. Und ich fühle einfach so viel. Ich habe einfach so viel Mitgefühl mit Menschen. Huch, jetzt falle ich hier fast runter. Ich habe einfach so viel Mitgefühl mit den Menschen, die das hier nicht mehr haben können. Warum darf ich? Wie lange darf ich noch? Was werde ich tun, wenn ich das hier nicht mehr haben kann? Werde ich dann zurückblicken und denken, wenigstens diesen einen Tag war ich draußen? Was wird passieren? Wie werde ich reagieren? Es wird zumindest so ein Schlag sein. Am Anfang fragst du dich immer, ja, ja, die armen Menschen. Und wenn du dann selber getroffen bist, ist es immer diese Frage, warum ich? Ja, aber warum nicht ich? Warum die? Das fragt sich meistens niemand. Ich habe mich nicht gefragt, warum ausgerechnet dieser Mann, als ich das Video gesehen habe. Ich habe nur gedacht, zum Glück nicht ich. Und das denkt eigentlich jeder. Und dass das jeder denkt, bedeutet, dass nicht jeder davon verschont bleiben kann. Und das macht mir Angst. Das Ding ist, wir wissen nie, wie lange uns bleibt, wenn wir unser Leben betrachten. Wir setzen uns seltsame Ziele. Eigentlich leben wir in einer Welt, die aus Illusionen besteht. Ich meine, jeder hat so dieses normale, stereotypische Bild vor sich. Ich wachse auf mit meinen Eltern, mit meinen beiden Eltern, die natürlich nicht geschieden sind und auf mich aufpassen. Ich habe vielleicht Geschwister, ich falle hier immer fast runter. Ne? Ich habe Haustiere, alle sind gesund und glücklich, es gibt immer gutes Essen auf dem Tisch. Und dann gehe ich in den Kindergarten, dann gehe ich in die Schule und dann studiere ich vielleicht und dann habe ich einen tollen Job. Und dann habe ich selber eine Familie und eine Frau und nette Kinder und alles wird ganz super und ich sterbe irgendwann im hohen Alter, in dem ich einfach einschlafe und nichts davon merke. Ich frage mich wirklich, in wie vielen Fällen das so ist und ob es sich wirklich lohnt, manchen Zielen hinterherzulaufen. Wie zum Beispiel, ich habe einen Job, der mir total Spaß macht, ich bin viel in der Natur, ich bin einfach glücklich mit dem, aber ich verdiene nicht genug Geld und irgendwie guckt mich jeder komisch an. Alle sagen mir, hey, du hast doch studiert, du könntest doch ein bisschen mehr verdienen. Sollte ich auf solche Leute hören oder sollte ich einfach denken, was? Ich habe gefunden, was mir Spaß macht. Das hier ist mein Leben. Ich habe Lust, am Wochenende einfach durchs Gras zu rennen im Wald und alles ist, das müsste doch, ich weiß es nicht. Ah, ist schwierig, die richtigen Worte dazu zu finden, but ich rede schon wieder halb Englisch. Aber ich glaube, wir haben manchmal so viel Angst vor sozialen Seltsamkeiten und dem Urteil anderer, dass wir einfach vergessen zu machen, worauf wir Bock haben. Ich meine, wenn ich jetzt zum Beispiel Lust hätte, nur mit Socken in die Stadt zu gehen, dann würde ich das vermutlich nicht machen, weil alle mich komisch angucken würden. Oder ich habe gerade zum Beispiel ein bisschen Angst, dass jemand mich findet, während ich hier auf dem Baum sitze und dieses Video mache. Aber wieso eigentlich? Warum ist dieses soziale Beurteiltwerden uns so wahnsinnig wichtig, wenn doch gleichzeitig irgendwo in uns fest verankert werden müsste, dass wir nur eine gewisse Zeit hier haben? Sollten wir dann nicht einfach alles machen, was wir können? Ich glaube, das ist so dieser Spruch dahinter, lebe jeden Tag, als wäre es dein letzter steht. Aber ehrlich gesagt habe ich noch nie in meinem ganzen Leben einen Menschen getroffen, der auch nur einen Tag so gelebt hat, als wäre es sein letzter. Deswegen finde ich das mal ein bisschen lächerlich, wenn Menschen das zu ihrem Motto machen. Denn ehrlich gesagt, niemand tut das. Und es wäre auch ein bisschen verrückt, wenn das jeder machen würde, weil bestimmt viele Menschen dann auch nicht unbedingt nur tolle Sachen machen würden, sondern auch irgendwelche schlimmen Sachen, weil es halt der letzte Tag ihres Lebens ist, wo es nicht mehr auf irgendwas ankommt. Aber wenn es in dem Sinne wäre, dass wir einfach Nähe zu der Natur suchen, dass wir, ich weiß nicht, mit Socken durch die Stadt laufen, barfuß durch die Stadt laufen, einfach einen Tag frei nehmen und ans Meer fahren oder was auch immer, dann finde ich, sollten wir das viel, viel mehr machen. Und die Hemmschwelle, das genau zu tun, ist bei vielen Menschen so, so hoch, weil sie so verkopft sind auf diese Aufgaben, die ihnen diese Maske des Lebens aufdiktiert. Diese, du musst dies und das sozial erreichen Maske. Und das ist alles gar nicht echt. Was ich wirklich erreichen möchte, ist in unterschiedlichen Ländern gewesen zu sein. Einen Baum umarmt zu haben, ist mir doch egal. Irgendwas gemacht zu haben, was ich für mich persönlich, menschlich, echt und lebendig angefühlt hat. Es ist mir total egal, ob ich ein kleiner Angestellter war oder der Boss von einer super großen Finanzfirma. Warum sollte mich das interessieren? Das ist doch nichts, auf das ich zurückblicke, wenn ich sterbe. Wenn ich sterbe, dann will ich wissen, wie Bäume riechen. Ich will wissen, welche Form Blätter haben. Wie sich trockenes Gras anfühlt, wenn ich barfuß drüber laufe.
das sind die Dinge, an die ich mich erinnern möchte und nicht dieser ganze Mist, welche Lieblingssendung ich hatte, als ich 14 war oder wann ich meinen ersten Freund hatte und diese ganzen seltsamen Probleme, die Leute haben, wenn man in irgendwelchen Internetforen hat, guckt. Und ich gebe zu, ich habe diese Probleme auch. Ich vergesse manchmal auch, dass es eigentlich viel, viel wichtigere Dinge gibt als irgendein Blödsinn. Und das merkt man immer dann, wenn man es verliert. Als ich zum Beispiel meinen Hund verloren habe, wusste ich erst, was ich daran hatte, weil ihn bei mir gehabt zu haben. Und als es dann soweit war und ich wusste, das ist jetzt der Abschied, ging es mir so komisch ein paar Tage. Da habe ich erstmal wieder überlegt, vielleicht sollte ich doch aufhören, Fleisch zu essen. Vielleicht sollte ich doch wieder einfach auf meine emotionale Stimme hören, auf meine Seelenstimme und nicht auf diese funktionale Menschenstimme, die uns aufdiktiert, was wir zu tun und zu lassen haben. Springe nicht über diesen Zaun. Echt, das ist alles, ich weiß es nicht. Diese Grenzen, die eigentlich gar keine Grenzen sind, die einfach nur entstehen, wenn man stupiden Regeln folgt. Aber solange man die Regeln bricht, die keinem wehtun oder die eigentlich gar nicht da sind, solange man sich selbst oder andere nicht gefährdet, sollten wir viel, viel mutiger sein, einfach das zu tun, worauf wir gerade Lust haben, wonach wir uns gerade fühlen. Auf einen Baum klettern ist doch total egal. Wenn ich Lust habe, laut zu singen, mitten in der Fußgängerzone, warum sollte ich das nicht tun? Und je mehr Menschen das machen würden, desto weniger schwierig wäre es für andere, in dieses Konzept einzusteigen. Ich habe einfach teilweise die Nase voll, wie oberflächlich das Leben ist und wie schnell man in diesem Sog der Alltäglichkeit und Oberflächlichkeit wieder gefangen ist, wenn man diese Stimmung, die ich jetzt gerade habe, nicht mehr hat. Und ich weiß nicht, was man dagegen machen kann. Aber naja, dieses Video ist eines der seltsamsten Videos, die ich jemals gemacht habe. Aber ich hoffe, ihr versteht, was ich sagen wollte. Und vielleicht ging es euch ja irgendwann auch schon mal so, da fehlt ein Wort. Wenn ihr irgendeine Idee habt, was ihr in solchen Situationen macht oder was euch hilft, um einfach wieder mit der Welt im Einklang zu sein, wie ihr damit umgeht, dass eure Zeit auf Erden begrenzt ist, dann könnt ihr da super gerne mit mir diskutieren. Ich habe nämlich eigentlich relativ häufig solche Stimmungen. Ich teile sie nur für gewöhnlich nicht mit anderen, weil das halt doch sehr emotionale, tiefgehende Gedanken sind und es auch teilweise sehr, sehr schwer ist, mit Menschen darüber zu reden. Ich habe nur ganz wenig Freunde, mit denen ich jetzt über sowas sprechen könnte. Viele würden sagen, ja komm, lass uns einfach ein Computerspiel spielen, davon geht das wieder weg. Aber einfach darüber nachzudenken, wie blind viele Menschen durchs Leben laufen, wie blind man auch manchmal selber durchs Leben läuft und was man zu Problemen werden lässt in seinem Leben, statt zu denken, hallo, ich kann tief durchatmen, ich kann rennen, ich kann lachen, ich bin nicht krank, alle meine Lieben sind gesund. Das ist so seltsam einfach, dass das nicht häufiger in den Köpfen der Menschen aufploppt. So nach dem Motto, hallo, du spinnst gerade, worum du dir Sorgen machst, ist überhaupt nicht wichtig. Komm bitte wieder auf den Boden der Tatsachen zurück, sei wieder du. Ich weiß nicht, das passiert viel zu selten. Viel zu oft lassen wir uns von irgendwelchen Sachen mitreißen, die überhaupt nicht wichtig sind, verglichen mit Gesundheit und Glücklichkeit und dem puren Menschsein, das wir doch eigentlich alle in uns haben. Ich hoffe, ihr versteht, was ich sagen wollte. Es war ein bisschen konfus. Ich habe für dieses Video nichts vorbereitet. Ich bin einfach nur total random in den Wald gerannt. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn ihr irgendwelche Gedanken dazu habt, könnt ihr das sehr, sehr gerne mit mir teilen, weil mich das super interessiert. Ich laufe noch ein bisschen durchs hohe Gras hier und lasse noch ein bisschen das Heu unter meinen Füßen knirschen und dann gehe ich auch wieder zurück. Ich wünsche euch noch einen ganz wunderschönen Tag. Macht was aus diesem Tag und ja, teilt eure Gedanken mit mir. Tschüss!